Oh. Ich habe eine bessere Schulter. Ne, Handgelenke. Obwohl ich das gesehen habe. Ja, guck mal, den könntest du vielleicht gebrauchen. Na, kannst du das mal behalten. Mit dem bräuchte ich das sowieso nicht. An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. Okay, ab zur Kiste. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kanes Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. Na wohl. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben, aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kull erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja, er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltun Kull wieder leben. Wow. Wir haben Leas Mutter, die Hexe Adria, gerettet. Sie berichtet von dem schwarzen Seelenstein. Einem Artefakt, das das Böse für immer vernichten könnte. Von allen Sterblichen wurde mir aufgetragen, ihn zu beschaffen. Da holen wir uns immer. Hast du alles? Aha. Oh, Schauch. Das sieht aus, ey. Schießt in alle Himmelsrichtungen, ey. Das ist ja widerwärtig. Ich habe gesehen, wie dieser Mann in der Kanalisation ein- und ausgeht. Ja, das ist richtig. Bei solchen Gestalten weiß man ja nie. Überflutete Halle. Guck mal, schön bla. Ja. Der heult. Diablo war der jüngste der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten. Denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte, wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen. Und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Jawohl. Ja, ne Mann. Wenn du durch hast. Hört mir zu! Ich kann nicht lange reden! Bin das ist der Kaiser! Mich ständig. Kaiser Harkan, was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid ich trotzdem geklatscht. Ja, läuft! Dieses Tor für euch öffnen. Alter, ey. So ein kleines Kind, ey, so ein großer König. Oh fuck. Giftfliege wieder hier. Wenn du mich so weit hier belästigen würde, ich würde das nicht einmal treffen, ey. Nee. Ich würde sterben. Alles klar.
Wow! Willst du die Viecher denn hier übersehen? Von mir. Weiß ich nicht. Ach, jo. Ach, die kommen hoch. Jo. Wow, explodiert ihr Mistviecher. Mehr Gold. Meine Güte. Die Vorfrage sind wir heute. Erdbeben. Ey, alles brennt, explodiert. Er hat einen Cooldown von 2 Minuten. Sehr schön, ey. Ich hab ja noch Raserei drin. What the fuck? Und eigentlich Hieb haben. Hieb und Prügel. Im Offensive. Das geht noch nicht. Voll. Ich mal bumm. Schaden mal jetzt, mein. Oh, da war ein Teleporter, badass. Diese kleinen Viecher, die machen irgendwie gar nichts, ne? Die stehen da nur und kriegen aufs Maul. Ne, die stehen und ja. Oh, ein Schrein. Andariel war das einzige weibliche Übel. Oh, über Andariel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschlossen Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen. Er griff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Ja. Dariel war nicht das Mistviech, Duriel war das Mistviech. Geh raus. Gehen wir nochmal zurück. Viecher-Ecke. Jup, 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 jup. Sackgasse? Auch nicht. Toll. Liegt da nichts? Doch? Ne. Was gibt's denn da? Eine Leiche, die aufgebläht war. Und das war rumgefallen. Nee, ich hab draufgeschaut. Achso. Jetzt hat die Wand kaputt gemacht. Doch, alle kaputt machen muss. Ich bin der Dreher. Ich bin der Dreher. Was Der Dreher. Ich bin der Dreher. Duriel ist an Dariels Zwing. Ah, Duriel. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Kunden unterstützt hatten. Au! Stütz hat wieder nab, ey. Bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Tal Rasha, als er von Helden getötet wurde. Hey. Ja, ja, Duriel. All jenen, die meine Leistungen als Forscher anzweifeln, präsentiere ich meine Ergebnisse bezüglich des Dünenderbys. Es kostete mich viele Jahre. Fresslich nicht auf! Fresslich nicht auf! Bäm, in der Luft, ey. Oh, Nendler. Ich dachte schon, ich wäre ein toter Mann. Ich habe Abfall aus den Aquädukten gesammelt, damit er unsere Wasserversorgung nicht verdirbt. Die Arbeit wird nicht gut bezahlt, aber man findet jede Menge Verkäufliches. Schaut es euch mal an. Der hat hier so eine Axt mit Geschicklichkeit. 42 Geschicklichkeit. Ah, nicht irgendwie wirklich was Interessantes.
Gold ist auch wirklich knapp. Hab nochmal repariert. Oh, hier lag noch eine Kiste mit was drin. Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, ich wäre ein toter Mann. Ich habe Abfall aus den Aquädukten gesammelt. Mein Gott, diese Arschfresser, ne? Ja, das wäre nochmal mehr. Hol die mal vom Himmel, lass doch einen Bogen. Hier ist noch ein Keller. Jo, modriger Keller. Helft mir bitte, so helft ihr doch. Ich werde ausschweigt, ihr Narr. Glaubt ihr, ihr könntet diesen Mann retten? Ihr habt euer eigenes Schicksal besiegelt. Boah, die wurde in der Hälfte geschnitten. Jawohl. Wow, ey. Ihr habt euer Schicksal besiegelt, Bam, zerrissen. So muss das sein. Ach, hier ist ein Färber. Ein Färber. Farbe kaufen. Danke, danke. Und Potions neu. Ekelhaft. 1000 Life. Alter. Jetzt, da ihr mich gerettet habt, im Lager kostet sie noch gar nicht. Da kosten die kleinen 110. Halt's ab, Schneider. Ja, kauf die. Hast du die jetzt gekauft? Ja, 12 Stück. Wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Kosten ja nur 100. Ja, immer mal auf 15, so. Und die ganz geringen verticke ich, glaube ich, mal. Genau so. Ah, nehmen wir noch mit. Der Feind hat Alkanus und die meisten der Kultisten vernichtet. Der Meister befiehlt uns, sofort weitere Sklaven zu fangen. Hui. Geht in die Oase und entführt die Dorfbewohner. Tötet alle, die sich wehren. So gewinnen wir gleichzeitig Verbündete und vernichten Feinde. Klar. Okay. Den Fallen kannst du gleichzeitig legen. Drei. Die kommen hoch jetzt. Ah. Da waren auch. Ja, die warten da. Ah, der hat nicht funktioniert. Ey, die Blumen explodieren, muss aufpassen. Boah! Pulverisier die nur, ey. Toll. Ja, das war ja sehr gut. Das war epic fail. Hier ist die Getriebe. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, da ist einer. Oh, da hat sie ihn gelegt. Mundungo. Meine Güte, ey. Der kriegt einen gekloppt durch der, ey. Oh, jetzt ist er bei dir, ey. Das geht noch nicht. Jawohl. Erstmal Gold einsammeln. Das Gold, das packt man auch nicht mehr in die Truhe, so wie früher, ne? Nee. Auch mal so aufgefallen. Ich hab 11.000. Nee. Oh, die Armen, ey. Du kannst ja nicht einfach so eine Falle locken. Ich bin selber reingelaufen. Ich hab nichts. Ja, blöd, ich hab kein Gehirn. Nein, nein, da waren wir schon. Heilung. Was für ein Dschungel, ne? So mitten in der Wüste irgendwie. Oh, Oszillator, lauf ein Stück weiter, hast recht. Sterben, schnell so Erdbeben machen, ne?